Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es die Neuzugänge des Monats Juni, also quasi die Geburtstagsedition. Ich habe nämlich sehr, sehr viele Bücher davon zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und wenn ich mir das hier mal gerade so angucke, habe ich, glaube ich, tatsächlich diesen Monat mein Soll erfüllt bisher. Ich habe nämlich gesagt, ich werde mir im Juni kein einziges Buch kaufen und ich habe es tatsächlich geschafft, außer mein eigenes Buch. Das habe ich mir gekauft, aber das läuft außer Konkurrenz, weil ja, es ist einfach meins. Und wird nicht auf den Sub landen, das war ja die Intention dahinter, dass ich meinen Sub nicht weiter erhöhen möchte, durch irgendwelche sinnlosen Käufe, also sinnlose sind sie natürlich nie, aber durch welche, die halt einfach unkontrolliert impulsiv stattfinden, weil mein krankes Hirn denkt, ich brauche neue Bücher. Ja, ich habe tatsächlich kein einziges davon selbst gekauft in diesem Monat, außer das eine, das war aber eine Vorbestellung aus dem Januar oder Februar und ihr werdet gleich auch sehen, warum ich das schon so früh vorbestellt habe. Aber fangen wir jetzt einfach mal mit dem ersten Buch an. Das da wäre Kissing in the Rain von Kelly Moran. Wer mein Video vom Buchwichteln gesehen hat, weiß, dass ich dieses Buch in Kombination, in Zusammenarbeit mit dem Wichteln der Buchwichteln, also Jana macht das, sie hieß eigentlich Buchschwester und hat jetzt einen Account gemacht, der Buchwichteln heißt. Und da wird alle ein bis zwei Monate einfach eine Wichtelrunde gestartet, in der halt einfach nur buchverrückte Menschen drin sind. Ja, das war das erste Buch, das andere zeige ich euch gleich. Ich habe nämlich diese Runde zwei Bücher bekommen. Das hier war gebraucht, das andere sah relativ neu aus, aber bin mir jetzt auch nicht sicher, ob es mir nicht einfach zwei gebrauchte gegeben hat. Ich habe nämlich gesagt, ich möchte nur keine Leserin. Alles andere, wenn das jetzt ein bisschen rund gelesen ist wie hier, macht mir das nichts aus. Aber ich möchte keine Leserin. Ja, um was geht es in Kissing in the Rain? Cameron Kovic hat eine große, verrückte und laute Familie. Und als Camerons Freund eine Woche vor der Hochzeit ihrer Schwester Schluss macht, weiß sie genau, dass das die Feier ruinieren wird. Cameron, warum bist du noch nicht verheiratet? Cameron, warum kannst du keinen Mann halten? Cameron, warum ziehst du dich nicht hübscher an? Cameron, der Trauzeuge ist noch Single. Die ganze Hochzeit würde sich nur noch um sie drehen. Dass ihre Schwester vorschlägt, jemand anderen als ihren Freund auszugeben, ist trotzdem irre. Irre, aber nachvollziehbar. Und deshalb lässt Cameron sich darauf ein. Was soll schon schiefgehen? Abgesehen davon, dass ihr niemand glaubt, dass sie mit dem gut aussehenden und allseits beliebten Troy zusammen ist. Dass Troy sie deswegen vor versammelter Familie küsst, und dass dieser dämliche Kuss etwas mit ihr anstellt, das ganz und gar nicht geplant war. Ja, Kissing in the Rain von Kelly Moran. Und das zweite Buch, das beim Buchwichteln mit dabei war, war Die Sechs Kraniche, auch in der Limited Edition mit güldenem Buchschnitt. Ich werde da jetzt auch nicht mehr so viel zu erzählen. Wer wissen möchte, was ich von diesem Buch halte oder wie sehr ich mich gefreut habe oder nicht, schaut einfach mal in das Unpacking-Video des Buchwichtelns. Ja, ich erzähle euch nur noch, um was es geht und dann machen wir auch direkt schon mit dem nächsten Buch weiter. Prinzessin Shiori hat ihre verbotenen magischen Kräfte bisher sorgfältig verborgen, doch am Morgen ihrer arrangierten Hochzeit verliert sie die Kontrolle über ihre Magie. Ihre Stiefmutter Raikama wittert in ihr eine gefährliche Konkurrentin. Sie verbannt die Prinzessin, verwandelt ihre Brüder in Kraniche und belegt Shiori mit einem Fluch. Sobald ein Wort über ihre Lippen kommt, wird ein Bruder sterben. Auf der Suche nach den Kranichen deckt Shiori eine Verschwörung mit dem Ziel, den Thron zu übernehmen. Um das zu verhindern, braucht sie ausgerechnet die Hilfe ihres unbekannten Bräutigams. Das nächste Buch habe ich vom Bloggerportal zur Verfügung gestellt bekommen. Clockwork Angel von Cassandra Clare. Und ihr wisst, da hat meine Obsession für Chip angefangen. Jetzt fragt ihr euch, warum ich das Buch trotzdem angefragt habe. Ja, obwohl ich es schon im Schrank habe. Weil ich das Buch nochmal lesen möchte und weil ich meine Meinung dazu kundtun möchte. Und ich mir dachte, frag einfach, mehr als Nein sagen können sie nicht. Gesagt, getan, ich habe es bekommen. Ich werde es jetzt auch vermutlich im Urlaub nochmal lesen.
und meiner Obsession für Cem weiter frönen. Viele sind ja Team Will, aber bitte alle Team Cem-Fans jetzt einmal hier Hallo rufen, damit wir weiter zusammen obsessieren können. Ja, Clockwork Angel ist der Auftakt zur Vorgeschichte der Shadowhunter-Reihe, also der Chroniken der Unterwelt, City of Bones, City of Heavenly Fire und so weiter. Und darin geht es halt quasi um die ja, Vorfahren von Jace und Alec und Co. Nach langer Reise trifft die 16-jährige Tessa Gray in London ein. Dort hofft sie, ihren verschollenen Bruder wiederzufinden. Stattdessen warten Gefahr und Dunkelheit auf sie. Vampire, Hexenmeister und Schlimmeres treiben ihr Unwesen in den Gassen der Stadt. Und nur die Schattenjäger wagen, sich den Dämonen der Unterwelt in den Weg zu stellen. Sie retteten auch Tessa das Leben. Dann findet die junge Frau heraus, dass sie selbst ein Wesen zwischen Schatten und Licht ist und über große Kräfte verfügt. Sie muss sich entscheiden zwischen Gut und Böse, zwischen Loyalität und Liebe. Einfach so schön. Dann hatte ich am Sonntag ganz tollen Besuch. Ich wollte sagen, ganz überraschenden Besuch. Nein, von den meisten wusste ich, ein Gast kam extra über 4,5 Stunden zu mir gefahren und ist dann später nochmal 4,5 Stunden zurückgefahren, weil Bookstagram verbindet. Auf jeden Fall gab es von den Mädels auch ein paar Bücher, die ich euch natürlich heute auch noch zeigen möchte. Zum einen war das The Sea in Your Heart von Kira Moon aus dem Hause Kies. Da wusste jemand, dass ich mein Kiss-Regal auffüllen möchte. Aber nein, das hatte eine andere Hintergrundstory. Ja, die Ivy hatte sich das gekauft, signiert und hat es falsch signiert bekommen. Dementsprechend war dieses Baby übrig. Da ist noch ein Lesezeichen drin mit Warnen. Und noch, wenn ich sie rauskriege, noch eine Postkarte. Ich möchte jetzt nicht dran zerren. Und es ist halt auf Anne signiert. Und dann meinte der Verlag halt, ja, dann behalt es halt einfach. Und ich wollte es Ivy die ganze Zeit abkaufen, genau wie das andere Buch, das sie mir geschenkt hat. Und dann hat sie es einfach an meinem Geburtstag mir geschenkt und dachte so, wahrscheinlich. Komm, ob wir jetzt mit Geld dealen oder ob ich dir jetzt ein Geburtstagsgeschenk kaufe, dann machen wir das einfach so. Da wusste sie auf jeden Fall nämlich, dass ich die Bücher nicht habe und dass ich sie haben möchte. Perfekt. Ja, The Sea in Your Heart ist ja der zweite Band der Reihe. Und ich bin schon sehr gespannt. Da sind die Meinungen ja etwas gespalten. Und ich hoffe, ich gehöre zu denen, die das Buch mögen. Lydia lebt für das Meer. Sie verbringt den Großteil ihres Arbeitstages auf dem Atlantik, um bei Whale-Watching-Touren nach dem sanften Riesen Ausschau zu halten. Privat engagiert sie sich in einer Umweltorganisation für den Schutz der Ozeane und nimmt an Protestaktionen gegen den Walfang teil. Dementsprechend wenig Zeit hat sie für Männer. Eine Beziehung steht definitiv nicht auf Lydias Prioritätenliste, bis sie im Licht von Islands Mitternachtssonne einen Mann kennenlernt, dessen Lächeln einfach unwiderstehlich ist. Sie verbringt eine magische Nacht mit ihm. Doch was Lilia nicht weiß, Jules ist jemand, auf den sie sich nie hätte einlassen dürfen. Da ich ja selbst im Tierschutz bin, bin ich schon sehr gespannt, wie mir die Geschichte hier gefallen wird. Und das zweite Buch, das sie mir geschenkt hat, war Kissing Lessons von Helen Huang. Ich glaube, sie wird so ausgesprochen. Da hatten wir auch noch drüber diskutiert und ich hatte die Geschenke noch nicht ausgepackt und Ivy sagt dann so, ja, nicht spoilern, weil sie wusste, dass sie mir das Bild, das Buch schenken möchte. Und die anderen Mädels hatten halt darüber gesprochen. Ich habe aber tatsächlich nicht so 100% zugehört, weil ich in dem Moment mit Maler beschäftigt war. Ja, ich glaube, das ist sogar der dritte Band der Reihe. Muss ich mir leider, leider, leider noch Band 1 und 2 kaufen. Hast du gut gemacht, Ivy. Ja, und es geht darin um Stella. Schon wieder eine Stella. Küssen sollte einfach sein. Jeder tut es. Es ist nicht viel dabei. Aber Stella kommt sich jedes Mal vor wie ein Hai, dem gerade ein paar Pilotfischchen die Zähne reinigen. Und das ist nicht schön. Weder für sie noch für den Mann. Sie hat die Sache mit der Liebe schon beinahe aufgegeben. Als konnte das Wort gerade nicht entziffern. Als Asperger-Autistin mag sie ohnehin nichts, was ihre Routine stört.
Doch dann bringt ein dahingesagter Satz sie ins Grübeln. Übung macht den Meister. Stimmt das? Braucht sie einfach mehr Erfahrung? Und wenn ja, wer bringt einem das Küssen bei? Und mehr. Vermutlich ein Profi, ein Escort, wie Michael Fan. Auch wenn der eine ganz andere Vorstellung von ihrem Unterricht hat. Ich bin sehr gespannt. Ich möchte heute irgendwie alle Wörter, die deutsch ausgesprochen werden, englisch aussprechen. I don't know why. Because I'm a Dinglish girl. I know. So, kommen wir jetzt zurück zu den Büchern. Auf Deutsch. Ja. Dann habe ich nämlich zwei Bücher von der lieben Nenia bekommen, die sie von meiner Wunschliste gepickt hat. Das war einmal Ash Princess von Laura Sebastian. Das hatte ich damals auch beim Bloggerportal angefragt, habe es leider abgelehnt bekommen. Und soviel ich weiß, ist das auch eine Neuauflage. Also das, wenn ich es jetzt richtig weiß, so wie es Nenia erzählt hat, kam das Buch schon mal raus, war nicht so der Hype drum, dann hat es ein neues Cover gekriegt und jetzt geht es durch die Decke. I don't know. Gucken wir mal, um was es geht. Sie kommt aus der Asche und greift nach den Sternen. Die Ash Princess Theodosia ist ein Symbol der Schande für ihr Volk. Auf ewig zu einem Leben in Asche und Dunkelheit verdammt, fristet sie ihr Dasein als Gefangene am Hof des Kaisers, der einst ihre Mutter vom Thron gestoßen hat. Doch Theo hat einen eisernen Willen und sie hat einen geheimen Plan. Sie wird die Krone ihrer Mutter zurückerobern, koste es, was es wolle. Dieses Ziel kann sie jedoch nur erreichen, wenn es ihr gelingt, die Macht ihres Erzfeindes des Kaisers zu untergraben. Und dessen Achillesferse ist sein Sohn. Doch womit Theo nicht recht gerechnet hat, sind ihre Gefühle für den Prinzen. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass das Mädchen Theo heißt. Ich weiß, dass es eine Abkürzung ist, aber ich finde es trotzdem beim Lesen ein bisschen befremdlich. Aber das soll ja der Geschichte keinen Abbruch tun. Und das zweite Buch, das sie mir geschenkt hat, war Worlds Collide von Annabel Steel. Darauf freue ich mich schon mega, mega lang, weil es einfach um eine YouTuberin geht. Die macht zwar Beauty-YouTube, aber das hat ja mit der ganzen Sache nichts zu tun. Ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Setting, auf diese Thematik. Und bin auch sehr gespannt, weil mir ihr Schreibstil echt gut gefällt. Ich habe ja diese Breakaway-Reihe nicht gelesen, also beziehungsweise nur den ersten Band. Und den fand ich vom Inhalt her, also von der Story her, nicht so genial. Aber der Schreibstil war halt echt angenehm. Und deshalb bin ich schon sehr auf diese Reihe gespannt, weil ich da weiß, dass das Setting mir auf jeden Fall besser gefallen wird. Beauty-YouTube. Fiona hat es geschafft. Sie ist eine der erfolgreichsten Beauty-YouTuberinnen Englands. Reist von Event zu Event und wird schon bald eine eigene Make-up-Linie herausbringen. Aber ihr Leben war nicht immer so glamourös. Aufgewachsen in einer finanziell schwachen Familie, nutzt sie jetzt ihre Reichweite, um anderen zu helfen. Ihr gutes Image gerät allerdings in Wanken, als YouTuber Damien einen Skandal aufdeckt, in den Fiona unfreiwillig verwickelt ist. Auf einer Convention will sie ihren guten Ruf retten, doch dann sitzt bei dem Panel ausgerechnet Damien neben ihr. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr witzig, weil ich ja auch ein Convention-Typ bin. Es geht zwar dann nicht um Beauty und YouTube und Make-up und Co., aber um ja, Bücher und Serien und Filme und Darsteller und Fantasy und ja, ich liebe Panels. Bei dem nächsten Buch handelt es sich auch um ein Rezensionsexemplar und zwar die Midnight Chronicles, Band Nummer 5, Todeshauch. Ich glaube, dieser ist jetzt geschrieben, ja genau, von Bianca Iosivoni, weil die beiden ja die Reihe zusammenschreiben, bin ich mir da nie sicher, wer es geschrieben hat, aber ich glaube, derjenige, dessen Band es ist, steht immer etwas größer und oben. Das hier ist der 5. Band und auch der finale Band zwischen Roxy und Shaw. Es ist ja irgendwie so, dass Band 1, 3 und 5 Bianca geschrieben hat und in der Reihe geht es dann, oder in den Bänden geht es um Roxy und Shaw. Und die Laura hat Band 2, 4 und 6 geschrieben und da ist jedes Mal ein anderes Pärchen aus diesem Hunter-Universum. Ich muss ja sagen, dass Band 1 und 2 echt waren und Tatjana und ich dann überlegt haben, ob wir überhaupt weiterlesen sollen. Dann haben wir Band 3
erst als Hörbuch gehört, weil wir dachten, wir hören es einfach und wenn wir es dann doof finden, dann lassen wir es. Aber ab Band 3 wurde es dann ein bisschen spannender. Und ich muss sagen, Band 4, den habe ich jetzt gerade erst gelesen, war dann echt der Highlight-Band bisher. Aber auch vielleicht, weil man endlich so diese ganzen Zusammenhänge mal kapiert hat und ahnen kann, worauf es hinausläuft. Am Anfang war das halt so, man kriegt Namen entgegengeworfen und muss dann sagen, okay, wer ist das, wer ist das, wer ist das? Wer ist jetzt Grimhunter, wer ist ein Bloodhunter, wer ist ein Soulhunter? Was? Ja. Auf jeden Fall lese ich gerade jetzt dieses Buch und muss sagen, dass es mir bisher auch echt gut gefällt. Ich bin mir nicht sicher, ob es mir besser gefällt als Band 4, aber das werde ich dann am Ende mein Resümee ziehen. So. Ich würde euch jetzt auch... Ich atme schon so ein. Ich wollte euch jetzt den Klappentext vorlesen, aber nein, ich werde ihn euch nicht vorlesen, weil es der 5. Band ist. Aber ich kann euch so viel sagen, die Geschichte von Roxy und Sean wird bestimmt durch Roxys Schicksal. Sie hat aus Versehen 448, keine Ahnung, Seelen aus der Hölle befreit und wurde dann vom Todesboten Kevin dazu verdammt, die innerhalb einer gewissen Zeit wieder zurück in die Hölle zu schicken, quasi sie zu jagen und in die Hölle zu verbannen. Ja, und hier geht es halt immer noch darum, dass immer noch welche auf der Erde rumlungern und Roxy halt versuchen muss, die Frist einzuhalten. Und die Frist besteht, glaube ich, nur noch aus 3 Wochen oder so. Auf jeden Fall bisher sehr, sehr spannend. Dann, last but not least, kommen wir zu dem einzigen Buch, das ich selbst gekauft habe, aber eben schon im Januar vorbestellt habe, weil es da, ja, nicht erschienen ist, aber weil da der Termin war, an dem man es zum ersten Mal vorbestellen konnte. Das war jetzt ein furchtbares Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, Queen City, ein Stern erstrahlt, ist der 2. Band der Reihe. Ich habe es ja im April, glaube ich, schon als E-Book gelesen mit der lieben Nella, weil wir nicht warten konnten bis Juni. Und es gab ja jetzt so eine riesen Panikmacherei auf Bookstagram. Die ganze Bookstagram-Bubble war im Aufruhr, weil es die Erstauflage in 2 Editionen gibt. Die eine habe ich drüben liegen. Ich habe es nämlich 2-mal bestellt. Einmal kam es ohne Buchschnitt an und einmal kam es mit diesem wunderschönen Buchschnitt an. Ja, ich habe es Gott sei Dank mit Buchschnitt ergattern können. Aber das 2., das bei mir ankam, war ohne Buchschnitt und das geht halt jetzt wieder zurück. Ich dachte nämlich, ich bin so schlau und bestelle es einfach auf 2 Portalen in der Hoffnung, dass eins davon einfach mit Buchschnitt ist. Ja, das andere schicke ich halt jetzt wieder zurück. Das hat sowieso auch hier einen Riss. Das wäre so oder so zurückgegangen, auch wenn es einen Buchschnitt gehabt hätte, vermutlich. Oder ich hätte es halt bei Bookstagram angeboten, ob es jemand trotz des Risses haben möchte. Ich denke, zu Queen City muss ich gar nicht so viel sagen. Ich hatte erst überlegt, ob ich euch den Klappentext zu Band 1 überhaupt noch vorlesen soll. Aber ich habe in meinen Videos schon so oft über Queen City gesprochen. Ich glaube, ihr könnt es einfach auch jetzt nicht mehr hören. Ich erspare es euch und lege euch einfach nur ans Herz, diese Reihe zu lesen, weil sie einfach so unfassbar gut ist. Ich werde auch nichts zu dem Buch sagen. Das spare ich mir für ein gesondertes Video mal auf. Ich habe nämlich vor, noch ein beste Fantasy-Bücher aller Zeiten zu schreiben und da gehören die ersten beiden auf jeden Fall bisher dazu. Aber ich warte mal ab, bis dann irgendwann der 3. Band erscheint. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass ich den auch direkt am ersten Tag schon vorbestellen werde. Dann ist noch ein letztes Buch eingezogen. Das hatte ich ganz vergessen, weil es nämlich kein Printbuch ist. Es ist auch ein Rezensionsexemplar von einer lieben Self-Publisher-Kollegin von der lieben Lara. Ich zeige euch das Cover.
Das Buch ist auch jetzt erst im Juni erschienen und ich durfte es im Zuge einer, nicht Leserunde, aber eines Leseteams, durfte ich das lesen. Beziehungsweise bin gerade auch noch dabei, es zu lesen. Und ich würde sagen, ich lese euch jetzt einfach den Klappentext vor und erzähle euch, um was es geht. Nona, würdest du es wissen wollen, wenn du eine Hexe wärst? Nona ist 16 Jahre alt und hat ihr ganzes Leben in der kanadischen Kleinstadt Sunny Tree Tops verbracht. Sie ist sich sicher, dass es weder magische Wesen noch Hexen gibt. Aber dann kollidiert sie in den Wäldern ihrer Heimat mit einem geflügelten Löwen. Auf der Flucht wird sie von diesem Wesen verletzt und teleportiert sich seitdem unkontrolliert immer wieder in seine Nähe. Niemand glaubt ihre Geschichte von Greifen und wilden Hexen. Nur ihr geheimnisvoller Mitschüler Leo sieht sie aus seinen düsteren Augen seltsam wissend an und steckt ihre Haut damit in Flammen. Leo, würdest du ein Geheimnis hüten, obwohl dein Herz daran zerbricht? Leo ist nicht wie die anderen Jugendlichen in seiner Schule und wird es auch niemals sein, denn er trägt Magie in sich. Er entstammt einer Hexenfamilie und ist der Hüter eines riesigen Wasserdrachens. Nachdem er seine erste Liebe aufgeben musste, freut er sich nicht darüber, Gefühle für seine Mitschülerin Nona zu entwickeln. Und dann erkennt Leo, dass sie vielleicht auch anders ist und seine Einsamkeit teilen könnte. Doch kaum ist er bereit, sich seine Zuneigung für Nona einzugestehen, wird ihm bewusst, dass sie von seiner Familie niemals akzeptiert werden würde. Denn Nona ist eine Unknown Witch. Uralte Wesen, Körper, in denen Magie erweckt wird. Ein junges Paar, das gegen Regeln und Traditionen aufbegehrt. Ein sehr langer Klappentext, aber auch sehr passend, wie ich finde. Ich bin halt, wie gesagt, gerade erst dabei, es zu lesen, aber es gefällt mir bisher auch richtig, richtig gut. Lara ist so eine talentierte Autorin, es ist unfassbar. Und ich bin auch schon sehr gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Es ist halt eher für ein jüngeres Publikum angesetzt, also es ist so Young Romantasy, würde ich es jetzt einsortieren, wenn ich ein Genre schaffen müsste. Aber richtig, richtig schön. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die jetzt im Juni bisher eingezogen sind. Ich muss ja die Videos ein bisschen vorproduzieren aktuell, weil ich Ende Juni in Urlaub fahre. Aber ich gehe auch davon aus, dass ich in meinem Urlaub auf Mallorca keine Bücher kaufen werde. Von daher, ja, wird vermutlich keins dazukommen. Und falls ich mir doch noch eins kaufen sollte und gegen mein Juni-Kaufverbot verstoßen sollte, dann zeige ich euch das Buch einfach im Juli. Hasta la vista. Ja, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und sage einfach Tschüss.